Hallo und herzlich willkommen beim ersten von fünf Festivals. Wenn auf Magic Arena eine neue Edition erscheint, wie jetzt Phyrexia All Will Be One, dann wird das meistens mit einer Eventreihe begleitet. So auch dieses Mal. Das erste Event aus dieser Eventreihe ist The Autonomous Furnace. Wir gehen nämlich jetzt alle Ebenen, alle Sphären von New Phyrexia durch, also alle Domänen der einzelnen Prätoren. Und wir starten dann bei Urabrask in der Schmiede. Und alle diese Events sind halt unterschiedlich aufgebaut und haben unterschiedliche Tweaks, sag ich mal. Im ersten haben wir jetzt eben ein 60-Karten-Singleton-Deck. Ja, wir dürfen also 60 Karten spielen und jede Karte darf nur einmal drin vorkommen. Und sozusagen die Idee der Schmiede ist, nichts wird gewastet. Ja, es wird alles wieder neu benutzt und das schlägt sich eben auch in diesem Emblem wieder, was wir nutzen können. Whenever you discard one or more non-land cards, you may exile one of them from your graveyard. If you do, you may cast it this turn. Ja, es geht also darum, dass recycelt wird, dass man hier so ein bisschen, ich glaube, Urabrask achtet auch so ein bisschen auf Nachhaltigkeit. Also sobald wir Sachen discarden, können wir die dann eben nochmal nutzen. Ich habe zwei Decklisten für das Event vorbereitet, die möchte ich euch jetzt mal direkt zeigen. Als allererstes wäre dann hier das Esper Midrange Deck. Warum Esper Midrange? Naja, ihr erinnert euch vielleicht noch an Streets of New Capenna. Da gab es so eine schöne Mechanik namens Connive. Ja? Rafine Connived, unendlich viel, Toulouse Connived, Obscura Interceptor Connived. Und Connive bedeutet ja nichts anderes, als eine Karte zu ziehen und dann eine Karte abzuschmeißen. Wenn es ein Non-Land war, können wir noch eine +1/+1 Marke auf die Kreatur legen. Naja, aber mit dem Emblem der Furnace wird das Ganze natürlich wesentlich besser. Also wir haben ganz, ganz viele Connive-Karten und ansonsten so das Beste, was Esper zu bieten hat. Wandering Emperor, Liliana of the Veil, Wedding Announcement, aber auch so ein paar Karten, die, sag ich mal, so ein bisschen mit den Eigenarten der Furnace noch so ein bisschen rumtricksen, zum Beispiel Washaway. Washaway ist ein Ein-Mana-Counterspell für alle Spells, die nicht von der Hand gecastet wurden, ja? Und wir exilen ja immer eine Karte, wenn wir was gediscardet haben. Das heißt, wir können also beim Gegner theoretisch mit Washaway auch was countern. Das ist also unsere Idee für unser erstes Deck. Connive, Discard, Recycle Value, sag ich mal im weitesten Sinne. Und das zweite Deck, was ich euch dazu noch vorstellen möchte, ist Mono Rot auf die Mütze. Das schert sich exakt gar nicht um das Emblem und um die Eigenheiten des Events. Es geht einfach nur darum, Gas zu geben. Und falls der Gegner irgendwie versucht, diese Mechanik zu nutzen und Discard und Value und es dauert alles ein bisschen länger, haben wir ihn wahrscheinlich schon kaputt geprügelt. Die Idee ist also hier einfach wirklich ganz, ganz schnell. Haste-Kreaturen, Scree, Reckless Stormseeker. Es ist alles. Okay, Fable of the Mirrorbreaker hat nochmal so ein paar. Es gibt natürlich immer so ein paar Karten, die zusätzlich auch Discard. Karten oder so, ne? Das geht natürlich immer, aber grundsätzlich ist der Plan hier wirklich einfach relativ schnell das Spiel zu gewinnen und den Gegner nicht so wirklich reinkommen zu lassen. Wenn ihr die Decklisten selber mal austesten wollt, einen Link zu beiden Decklisten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich starte jetzt mal mit zwei, drei Ründchen Esper und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen Monorot an. Bin gespannt, wie das Event laufen wird. So, Runde 1, der Gegner fängt an. Ich denke, dass wir die Hand trotzdem halten müssen. Wir haben Spell Pierce. Gut, das wird wahrscheinlich nicht so, obwohl könnte schon ganz gut sein. Wir hatten noch kein viertes Land bis gerade, um den Wandering Emperor zu spielen. Haben wir jetzt aber nachgezogen. Hervorragend. Ja, ich denke mal, ich werde Ledger Shredder hinlegen. Der wird wahrscheinlich removed, aber ich glaube, hier Spell Pierce offen zu lassen, wofür? Nur für die Fable oder so, ist eher. Ist auch eher unwahrscheinlich. Oh, Liliana. Okay, Liliana wäre vielleicht nochmal. Wäre vielleicht nochmal eine Option gewesen. Na gut, ich werde mal Takenuma legen. Und Iganjo spielen. Und mir eine Plains raussuchen. So, und dann werde ich nächste Runde wahrscheinlich die Launch abschmeißen. Und den Ledger Shredder wieder ins Spiel bringen. Liliana ist natürlich auch geil, ne? Each player discards a card. You may cast it this turn. Ja, Liliana ist ein bisschen zu strong, ehrlich gesagt. Machen wir uns nichts vor. Liliana ist ein bisschen zu strong. Ah, oh, cool. Und die Alchemy-Karten sind auch erlaubt. Ja, das wusste ich nicht. Push hier. Ja, okay. Naja gut, die Alchemy-Karten sind immer erlaubt. Ich bin nur kein besonders großer Freund davon. Deshalb habe ich auch gar nicht nachgeguckt, ob das überhaupt irgendwie geht. Bin ich ganz ehrlich. Okay, dann discard ich mal das hier. Das geht natürlich auch. Hol mir den Ledger Shredder wieder. Und pass mal den Turn. Boah, Liliana ist schon ganz schön schrecklich, ne? Und der Gegner macht sogar noch was. Voltage Surge. Huh.
Ah, 4 Damage reicht halt leider, ne? Na gut. 4 Damage reicht. Da komme ich nicht gegen an. Okay. Interessante Liste beim Gegner. Und Liliana macht jetzt halt natürlich wirklich viel. Ja, ich schmeiß mal so ein Land ab. Boah, die würde ich auch gerne legen, ey. Ich schmeiß mal so eine Launch an. Oh Mann, ey, das ist so stark. Und wir haben kein Discard-Outlet. Das ist echt. Ja, Ambergris ist auch ziemlich gut. Wohl darin Bloodcaster, okay. Es greifen beide an. Okay, interesting. Ja. Ambergris ist natürlich auch stark. Das müssen wir kurz überlegen, was wir machen. Ob ich Ambergris tot blocken will oder Cru wahrscheinlich eher Crucius, ne? Also, glaube ich, will Crucius exilen, so. So. Bisher haben wir noch nicht viel profitiert, sag ich mal, von unserem Discard-Value. Aber okay, ich meine, schauen wir mal. Vielleicht sagt Liliana jetzt auch Minus. Ich meine, theoretisch weiß unser Gegner nicht, dass wir noch eine gute Handkarte haben. Minus gibt uns immerhin die Chance, mit AO unser Board nochmal aufzufüllen. Das ist gar nicht so leicht, ey. Ja, wir haben unsere Schmiede nicht so wirklich gut genutzt bisher. Der Gegner schon. Also Turn 3 Liliana. Vielleicht hätte ich mir tatsächlich Spellpierce offen lassen sollen. Dann wäre das Spiel, glaube ich, ziemlich anders gelaufen. Ledger Shredder war an der Stelle halt einfach die ganze Zeit egal. Ist natürlich ein konstanter Knife, ne? Also wenn Ledger Shredder liegen bleibt, ist es natürlich sehr, sehr gut für das aktuelle, für das Event. Aber Lilly war halt das perfekte Counterplay an der Stelle. Oh, juhu. Na, wobei, vielleicht fängt er mit 2 an. Oder direkt mit 3? Nee, mit 3 geht nicht. Ist keine Kreatur. Fängt mit 1 an. Ach, das ist natürlich. Creature or Planeswalker Card ist natürlich auch ziemlich schrecklich. Wow. Wow, wirklich, Skrelf, das alles? Hätte man mir nicht irgendwas Besseres geben können in den obersten 7 Karten als Skrelf, ne? Okay, cool. So, dann mache ich jetzt mal Lilly weg, aber das bringt, glaube ich, auch nichts mehr. Also. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das bringt alles nichts mehr. Klar, der Celestus ist nochmal ziemlich gut, aber so viel Value durch Liliana gezaubert. Es wird schwierig. Ja, vielleicht ist unser Deck. Naja, gut, wobei, wir haben auch Liliana im Deck. Wir könnten Liliana auch ziehen. Es lag vielleicht echt daran, dass ich Ledger Shredder hätte nicht legen sollen, aber das weiß man an der Stelle nicht. Ich habe das Event jetzt auch. Spiele das jetzt zum ersten Mal. Ich spiele die Deckliste zum ersten Mal. Spiele zum ersten Mal gegen Grixis. Also kann man natürlich schlecht abschätzen. Gerade in einem Singleton-Format ist die Varianz ja auch immer so hoch. Spielt halt auch genau eine Liliana. So, vielleicht macht der Architect of Restoration Dinge. Jetzt bin ich gut protected vom Liliana, ja? Also mit den ganzen schönen Spirit Tokens hier, da kann nichts mehr anbrennen. Na? Specialize oder so? Ich habe keine Ahnung, was die machen, wirklich nicht. Okay, Specialize, rot. Es ist jetzt rot-rot. Discard your hand and draw two cards. If you do, Ambergris deals X damage to each opponent, where X is the number of cards you've discarded. Okay. Und mit Mechanized Warfare. Warum 4? Boah, das ist schon frech. Fading Hope. Okay. Hier, ich aktiviere mal. Na, ich würde gerne mal eine Karte ziehen. Klar, Lilly. Machen wir das Mana mal ein bisschen teurer.
Ja, Lilly ist jetzt natürlich ein bisschen spät und ich habe auch nicht so viel schwarzes Mana, aber geht schon. Put a creature card from the graveyard onto the battlefield under your control. Okay, da wäre die Dragon Engine. Und hier wäre Ao. Wahrscheinlich nimmt man Ao und dann gewinnt man einfach das Spiel. Huh? Cruelty of the Gigs, by the way. Starke Karte. From a graveyard. Ja, genau. Vielleicht hätte ich mit Fading Hope warten sollen. Aber vielleicht haben wir noch einen Bounce im Deck. Vielleicht hätte ich allerdings auch mit Fading Hope warten sollen. So, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Okay. Gegner ist auf 13. Discard für du, deals damage, X damage to each opponent. Okay, das ist schon einfach Wahnsinn, diese Karte. Embergrist zusammen mit. Oh, und den Kult Anvil spielen. Oh, okay. Und Embergrist macht auch 5 Schaden wegen Mechanized Warfare. Das heißt, ich muss immer mit dem Spirit jumpen. Uncool. Jo, und Anvil ist auch noch da. Ja, ich würde sagen, man. Ja, ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall. Discard. Achso, das geht nur bei Spells. Okay, cool. Das geht also nur bei Spells. Non-Land-Cards, ja, okay, steht da ja auch. Liliana plus. Das Land war jetzt nicht ganz so gut. Ja, das Game ist leider einfach lost, ne? Na, ich versuch's einfach nochmal. Ah, die Liliana hat das Spiel gewonnen. Und jetzt haben wir sie ein bisschen zu spät gezogen. Wir dürfen anfangen, aber unsere Hand ist einfach extrem teuer. Ich meine, wenn wir ein Land ziehen, habe ich halt auch alle drei Drops aktiv. Liliana, Rafine, Phyrexian, Flash Gorge und wir haben halt auch schon Doppelschwarz. Also ich brauche nur ein Land. Ich kann jetzt natürlich auch noch diverse 20 Drops ziehen, das geht. Ich hoffe einfach, dass es klappt und wenn nicht, wechsle ich einfach auf Monorot. Ne? Dann ist Esper einfach nicht das Mittel der Wahl für mich, dann muss es halt Monorot sein. Okay, immerhin. Immerhin. So, Gegner kann jetzt gerne eine Kreatur spielen, damit wir ein bisschen Spaß mit Lilly machen können. Ne, macht er aber nicht. Ja, dann spiele ich mal. Das Problem ist, wenn der Gegner Lilly legt, ist halt auch schon wieder richtig bad, ne? Aber was sind die Odds, dass er in einem Single. Ja, nee, hat er einfach nicht. Come on, hat er einfach nicht. Könnte jetzt ein Removal-Spell sein, ohne Frage. Vielleicht ein Go for the Throat oder so. Okay. Sulphur Spring Tramway Station. So, Gegner, mach mal was. Reinforced. Ah, okay. Aber der muss doch am Ende trotzdem wieder auf die Hand zurück, oder? Ah, okay, aber das ist natürlich eine schöne Technologie. Ja. Um Karten zu ziehen. Naja. Naja. Rafine. Attack. Discard. Puh. Sanctuary Warden. Ja, ich weiß, kann ich diese Runde nicht spielen, aber. Da brauchen wir auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie 250.817 Mana, um überhaupt was zu reißen. Aber gut, ab nächster Runde kann ich ja dann, kann ich conniven und dann tatsächlich was casten. Ja. Ja, ich glaube, das, was unser Gegner da macht, ist zu langsam. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen immerhin in den Modus rein, den ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Connive, Discard und Place und Karten casten. Cutdown. Ja, dann wieder nicht. Dann natürlich wieder nicht. Man. Okay. Ich könnte jetzt Lilly legen. Aber ganz ehrlich,
Ich habe hier die Möglichkeit, also ich bin gerade am Drücker. Ich habe hier einen 4-4 Menace Lifelinker. Ich glaube, es ist besser, AO zu legen und jetzt nicht so super viel Wert auf das Emblem zu legen. Maybe ziehe ich ja gleich einen 3-Drop. Dann kann ich Lilly plussen und den 3-Drop noch casten. Shio Drady, okay, ja. Es ist sogar ein. Ja, was machen wir denn mit der Shield Red? Ich glaube, ich greife erstmal mit beidem an. Kann er blocken? Finde ich okay. Da nehme ich den Voldaren Epicure mit. Und dann spiele ich Ledger Shredder und Lilly. Deconniven. Tja, Negate kann jetzt leider auch einfach weg. Und immer, ach, oh. Die zwei Schaden. Okay, wir sind auf 27. Ist nicht ganz so wichtig, glaube ich. So, dann lassen wir mal Sheer Drady opfern. Ich lege das Land. Sind wir doch hoffentlich in einer guten Position, das Spiel zu gewinnen? Yes, okay, immerhin. Immerhin 1-1 mit Esper. Schauen wir uns doch nochmal an, wie Mono Rot so performt. Huh. Interessant. Also ich meine, halte ich natürlich. On the play wäre das Ganze, glaube ich, eine ganz schön schmackhafte Sache. Aber on the draw geht's, glaube ich, auch. Oh, Rabbit Battery. Ja klar, rein da. Wumm. Ja, ja, ja. Ich sag nur so, scheiße aufs Emblem. Einfach rein ins Gesicht. Gegen Band. Prosperous Innkeeper. Und noch was? Nee, okay. Okay. Leider direkt schon die absolute Counterkarte. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, gaint er ein Leben. Schon nicht so geil für uns. Aber okay. Unser Start ist ja trotzdem nicht schlecht. One Drop, Two Drop und dann eine Plethora of Three Drops. Three Drops. Mhm. Immer noch zwei Mana zur Verfügung, kann also überall reinrampen. Falkenrad Pitfighter. Oh, zack. Ich glaube, ich muss hier die Fable spielen. Ich muss jetzt noch eine Runde. Eine Runde muss ich jetzt aushalten. Eine Runde muss ich jetzt ertragen, dass jetzt der 100-Drop runter, dass jetzt der 100-Drop kommen kann. Die Fable mit Discard und dem Treasure Token ist so wichtig. Die muss man fast immer, also es ist fast immer auf Turn 3 richtig, die Fable zu legen. Meine Option wäre gewesen, den hier zu strangeln und einen Pitfighter zu legen. Goshin Tai, okay, den können wir aber ganz gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Gegner hat das absolute Mono-Rot-Counter-Deck. Alter. Na, ja, kannst sogar eins zahlen mit dem Reclusive Taxidermist. Ja, den müssen wir um. Zahlt er nicht. Wegen Protection oder was? Ich darf eine davon recyceln, ja? Ja. Ich würde gerne Strangle recyceln. Ich würde gerne Strangle hier drauf casten. Da ist doch bestimmt ein Protection Spell. Oder ein Fight Spell. Oder. Nein! Dude! Es ist unendlich schrecklich. Es ist unendlich schrecklich. Ja. Das ist natürlich, also Life Gain und Token Generatoren macht es mir nicht so leicht. Okay, na gut. Oh, okay. Bitte jetzt nicht noch irgendwie, jetzt nicht, keine Ahnung. Wobei der blaue Schrein ist mir egal, Millen ist mir egal, der grüne Schrein mit Marken legen ist noch relevant. Borrowed Time. Bin ich mal gespannt auf was, auf Squee? Oder vielleicht sogar auf die Fable? Also wehren kann ich mich dagegen sowieso nicht. Okay. Mhm. Loam Speaker. Okay. Mehr Live, ja klar. Immer rein mit die Live-Skis.
Treasure Token opfern? Oder nicht? Nee, okay. Okay, Remove a Spell vielleicht. Lightning Strike, irgendwas. Oh, guter Draw. Richtig guter Draw. Richtig guter Draw. Ich glaube, wir müssen mal mit 3-2 First Strike rein. Dann kann ich nämlich das hier aktivieren. Ja, stimmt, den Mountain kann ich jetzt natürlich nicht spielen, aber ist auch egal. Immer, aber gut, ich meine, es ist leider immer noch kein Removal-Spell. Also, ich habe einen Strangle gehabt, da hatte der Gegner Tamio Safekeeping und jetzt ziehen wir einfach keine Removals mehr. Sad. Jo. Das war auch die Karte, die ich am ehesten gesehen habe. Mit einer Dreamroot Cascade als Land. Grün, 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 grün zum. Wo kommt das her? Was? Mit einer Dreamroot Cascade? Okay. Okay, Ladies and Gentlemen, da komme ich nicht gegen an. Ja. Kumano faces den Kaikesane. Was weiß ich hier. Ja, leider gewinnt das alles nicht mehr, weil at the beginning of each combat und wie wir alle wissen, ist Monorot besonders gut da drin. Ah, das ist ja ungewinnbar, Alter. Das ist ja einfach ungewinnbar. Ja, okay. No attacks. Ja, gut, hätte man eigentlich drauf kommen können, dass da noch Unnatural Growth wartet. Bei der Mana Base hätte ich auch wirklich am ehesten damit gerechnet. Okay. Okay. Huh. Unnatural Growth kriege ich nicht weg. Kriege ich irgendwie mein Board groß? Auch nicht so wirklich, ne? Gegner hat noch 2 Mana offen. Rabbit Bite. Aha. Ja, uncool. Junge, wir ziehen aber auch einfach Monorot Flood Paths ist am Start. Goldhound macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Not gonna lie. Einfach egal, oder? Ist, glaube ich, einfach egal. Thundering Raiju, okay. Ja. Okay. Na, wir müssen uns ja irgendwie wehren. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch eine Chance haben. Okay, Gegner nimmt erstmal ein paar Schaden. Ja, okay. Wie kriege ich es denn? Was habe ich denn modified? Ich habe 1, 2, 3, 4 Kreaturen gleich modified. Ja, okay. Vielleicht kriegen wir unseren Gegner gleich kaputt, wenn er nicht zu viel Life gaint. Ja, okay.
Immer rein. Komm, ein bisschen Attack geht doch. Ich hab doch nichts. Okay, Endstep. 1-1er gemacht. Ach, wieder live gegaint. Das ist alles. Das ist so schrecklich. So canceln. Okay. Kann ich damit noch irgendwas machen? Also, ich kann den spielen. Moment, ich kann doch noch. Ja, ich kann den blitzen. Wie viel Mana habe ich denn? 7, 8, 9, 10. Habe ich eine Legendary-Kreatur auf dem Board? Nee. Eine Legendary. Boah, fehlt mir jetzt ein Mana, schlussendlich. Naja, ich meine, wir machen es jetzt einfach, oder? Achso, jetzt hat der natürlich kein Haste. Na, egal. Ich weiß nicht, ob es gereicht hätte. Also, lass uns nochmal kurz hier reingucken vielleicht. Also, ich mache im Attack 3 Schaden. Ja, weil ich gebe das Thundering Raiju beispielsweise hier drauf. So, dann mache ich im Attack 1, 2, 3 Schaden. Geht der Gegner auf 4. Er hat 1, 2, 3, 4, 6 Blocker. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Attacker. Ja, reicht. Ist tatsächlich lethal. Puh, okay. Ja, dann machen wir noch ein Bonus-Match mit Mono Rot. Und dann könnt ihr euch natürlich aussuchen, womit ihr das Festival macht. So, dann leider nochmal on the draw. Aber die Hand ist sehr, sehr, sehr gut. Also 3 One-Drops, Felden finde ich schon insgesamt rock solid. Ich fange mal mit dem Epicure an. Und werde dann wahrscheinlich Felden nachlegen. Und dann kann man immer mal schauen, was man hier so zaubert. Gegen Mono Tenacious D, okay. Tja, tausche ich denn Felden gegen Tenacious D? Wahrscheinlich schon. Vielleicht nimmt der Gegner auch einmal 2 noch. Ne, macht er nicht, okay. Das heißt, wir exilen jetzt die obersten 3 Karten. Ja, dann nehme ich wohl Bloodthirsty Adversary. Also ich meine, Mountain brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Und der reiht sich ja noch ganz gut ein. Dann können wir One-Drop spielen und Bloodthirsty Adversary. Das geht. Dokuchi Silencer. Okay, der kommt auf jeden Fall. Kann ich nicht. Und Rabbit Battery kommt auf jeden Fall. Und dann gehen wir alle rein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Man könnte sogar überlegen, ob man die Rabbit Battery blockt oder so. Wir haben echt noch nicht viel Schaden gemacht. Wir haben halt super viele One-Drops und Two-Drops rausgelegt. Und wir haben halt jetzt... Okay, wir hatten 3 Schaden gemacht. Dank Tenacious Underdog jetzt nochmal ein paar mehr, aber... Das ist auf jeden Fall kein starker Zug gewesen vom Gegner. Kann man mal eine Jaya hinlegen. Mal so einen Dude bauen. Der Dude mit den Fäusten. Invoke Despair wäre jetzt ein Problem, aber warum sollte er Invoke Despair spielen? Und es ist halt auch ein Singleton-Deck, also es muss ja auch nicht da sein. Annihilating Blade. Ah, okay, das geht natürlich. Ah, oh, das ist gut. Solfim. Rabbit Battery. Solfim mit Haste. Und rein in die gute Stube. Ja, genau so, ne? Das ist eben der Punkt. Mono Rot will ja eigentlich gar nicht, dass man hier irgendwie mit dem Emblem irgendwas macht. Einfach durchpanzern. Mann, Junge, hör doch mal auf mit den Removals. Ist das Ding durch? Okay, ja, das war nochmal eine schnelle Runde. Ich glaube, wenn ihr einfach das Event durchpanzern wollt und die Skins farmen wollt, dann solltet ihr Mono-Rot spielen. Wenn ihr so ein bisschen mehr, ich sag mal, im Sinne des Events spielen wollt, dann spielt ihr lieber Esper, so mit Knife, dies, das. Oder das Grixis-Deck, was wir in Runde 1 als Gegner hatten. Das sah auch ziemlich, ziemlich gut aus. Ich hoffe, ihr hattet ein klein bisschen Spaß, als ich euch dieses Event hier vorgestellt habe. Das erste von den 5. Bin mal gespannt, wo es danach hingehen wird. Wie gesagt, die Decklisten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sag mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss.